Ich möchte heute zwei faszinierende Geschichten mit dir teilen, die ich gelesen habe vom Finanzanlagenberater aus Amerika, Larry Swedrow. Und der hat zwei Kundenbeziehungen gehabt über die Zeit, die wirklich faszinierend waren. Beides Millionäre und beide haben faszinierende Ergebnisse mit ihrer Anlage erzielt. Allerdings keine positiven Beispiele. Und wir selber werden auch mal auf diesen Punkt kommen, wo wir in dieser Situation sind. Und wir sollten uns heute schon Gedanken machen, wie wir es vermeiden können, unser Vermögen so wie diese Herrschaften zu verlieren. Ja, in der ersten Geschichte handelt es sich um ein älteres Paar, was es geschafft haben, durch Investments in große Tech-Aktien in Amerika und durch ihr eigenes normales Geschäft, was sie betrieben haben, über die Jahre bis zum Rentenalter 13 Millionen US-Dollar aufzubauen. Das war kurz vor der 2000er-Krise. Und dann schrumpft ihr Vermögen in kürzester Zeit von den 13 Millionen US-Dollar auf 3 Millionen. Ein herber Schock für die Herrschaften, die sie ein schönes Leben im Alter schon vorbereitet hatten, die Haus und Boot in der Kiste hatten und jetzt plötzlich auf weniger Vermögen standen. 3 Millionen US-Dollar, fragte man sie, ja, wie groß ist der Schock für euch in diesen Situationen? Und sie sagten, das wird unser Leben natürlich verändern. Und die andere Frage war gewesen, und das ist die noch spannendere, was wäre denn, wenn aus 13 Millionen 26 geworden wären, sie also ihr Kapital verdoppelt hätten? Und hier war die Aussage ganz klar, wenn wir unser Kapital verdoppelt hätten, hätte sich an unserem Leben nicht viel geändert. Und das ist die erste faszinierende Geschichte. Die zweite handelt von einem CEO oder einem der Top-Manager von Intel zu der Zeit. Und der hatte ein ähnliches Investment gehabt. Der hatte nicht verteilt auf mehrere Tech-Aktien, sondern er hatte durch Kompensation und Boni, die er bekommen hat, und auch Aktienkäufe von seinem eigenen Unternehmen eine 80-prozentige Gewichtung in seinem eigenen Unternehmen. In der gleichen Phase fiel der Kurs später von 40 auf 10 Dollar. Er hat also ein Dreiviertel seines Vermögens an dieser Stelle verloren und war aber immer noch überzeugt, dass es ein gutes Investment war. Und Larry hatte ihm sogar darauf hingewiesen vorher, dass es vielleicht keine gute Idee ist, 80% des eigenen Vermögens in einer einzigen Aktie zu haben. Auch wenn er natürlich das Gefühl hatte, als Manager einen Einblick in das Unternehmen zu haben und eine tolle Aussicht für die Zukunft gesehen hat, gibt es zu viele externe Faktoren, die er nicht kontrollieren konnte. Und schließlich hat er trotzdem an dieser Stelle nicht diversifiziert. Er hat seine Aktien gehalten, weil er immer noch schwer überzeugt war. Und über die nächsten 20 Jahre bis heute hat das Unternehmen eine Kursentwicklung hingelegt, die ihm eine Rendite von 1,8% im Jahr erwirtschaftet hat. Also keine besondere Rendite in den letzten 20 Jahren. Die Frage ist, was hat er hier falsch gemacht? Und das ist eine Aussage und eine Learning für uns auch als private Person. Denn natürlich gilt immer, dass Investments in sich selbst, in die eigene Bildung, in Seminare, Rhetorikseminare, Verkaufsseminare und ähnliches einen enormen Mehrwert schaffen können. Und der Hebel in ein Investment in sich selbst ist immer viel größer als der Hebel in ein Investment in ein anderes Unternehmen, was wir nicht kontrollieren können. So ist auch das Investment in das eigene Unternehmen natürlich gerade anfangs besonders stark. Und selbst wenn du mit deinem eigenen Unternehmen ein Wachstum von 30-40% im Jahr hinlegst, kann es sinnvoll sein, deine Anlage zu diversifizieren und einen Teil auch in andere Branchen, in andere Aktiengesellschaften zum Beispiel zu investieren. Hintergrund ist einfach der, dass wir in unserem Leben immer wieder externe Faktoren spüren wollen und spüren werden. Du wirst unzählige Geschichten aus deinem eigenen Umfeld oder von dir selbst kennen, wo du festgestellt hast, hier war ein externer Faktor, ein Merkmal, das du nicht beeinflussen konntest, was deinen Job in Gefahr gestellt hat, was deine Position gesenkt hat in einem Unternehmen. Und so kriegen wir das immer wieder mit, dass diese externen Schocks auf uns wirken. Und auch im eigenen Unternehmen kann das genauso passieren. Das heißt, es kann passieren, dass innerhalb von einem Tag auf dem anderen deine persönlichen Aussichten deutlich sinken. Und dann 100% nur in sich selber investiert zu haben oder in das eigene Unternehmen ist ein großes Risiko. Und bei der Familie, die mit dem Alter 13 Millionen auf 3 Millionen gesenkt haben, da ist es eine ähnliche Geschichte. Die haben also nicht alles in eine Aktie investiert, aber in eine Branche. Und das ist eine Frage, wo man sich mit der einfachen Frage, wie viel Geld brauchst du denn in den nächsten Jahren noch, das hätte beantworten und lösen können. Natürlich hätten sie einfach ihre Aktienanlage aufteilen können oder die Aktienquote an sich senken können. Sie hätten dann ihr Vermögen gehalten, vielleicht über die Jahre leicht vermehrt, aber sie hatten nicht das Risiko von 13 auf 3 Millionen abzusinken und den Lebensstandard ganz am Ende des Lebens, wo auch kein Einkommen mehr besteht, nochmal zu senken. Und das ist das größte Risiko, wo wir uns als Aktieninvestoren befinden können. Dass wir über unsere Geldanlage ein Einkommen aufbauen, einen Lebensstil aufbauen und das von heute auf morgen verloren geht.
Wir sollten natürlich auch sehen, dass ich zum Beispiel immer wieder gefragt werde, ja Gero, du investierst ja auch nur in 2 Fonds und ich investiere nur in unsere eigenen Alphastar Aktienfonds, die nur im deutschen Mittelstand unterwegs sind und dementsprechend sagt man mir, du bist ja auch nicht diversifiziert. Aber in diesen Fonds stecken in Summe 30 Unternehmen, die weltweit diversifiziert sind, die aufgestellt sind mit Kundenbeziehungen in der ganzen Welt und alle in unterschiedlichsten Branchen. Da haben wir natürlich IT-Werte, aber wir haben auch Medizintechnologie oder ganz normale Produktion. Und in diesem Umfeld fühle ich mich ausreichend diversifiziert bei 30 Titeln in meinem Portfolio mit 3% im Schnitt pro Aktie. Das ist eine stabile Diversifikation, die mir ausreicht. Und dann bin ich auch bereit, in meinem jungen Alter Schwankungen hinzunehmen. Wenn es also mal zu Börsencrashs oder Ähnliches kommt, dann bin ich ja auf der Seite, dass ich noch jahrelang zu sparen habe und kann diese Schwankungen mitnehmen. Und je älter du wirst, desto schwieriger wird es, diese Schwankungen auszuhalten. Das ist eine Lehrbuchtheorie, die aber immer wieder missachtet wird. Du selber musst dir also zum einen überlegen, wie kannst du breit diversifizieren oder ausreichend breit, um das Risiko einer Branche zu minimieren. Du wirst also sehen, dass eine US-Tech-Bubble, die jetzt eventuell da ist, auch ein Risiko sein kann, obwohl die Chancen sehr hoch sind. Für junge Investoren ist es vielleicht in Ordnung, weil sie das Risiko ertragen können, weil sie wissen, langfristig sind die Titel stark. Aber kurzfristig kann es eben doch zu einem großen Risiko gehen. Und die Frage ist doch, muss ich dieses Risiko eingehen oder kann ich einfach nur 20% meines Portfolios in diese Titel stecken und alle anderen 80% aufteilen in andere Bereiche? Dann nehme ich dieses Wachstum mit, vielleicht nicht mit dem Kurspotenzial von 30-40% im Jahr, sondern nur 10-15%, aber habe damit einen konstanten Vermögensaufbau sichergestellt. Und wir müssen uns gleichzeitig die Frage stellen, was ist unser Ziel in den nächsten 5, 7, 10 Jahren mit unserer Geldanlage? Wollen wir hohe Schwankungen, weil wir noch viel einzahlen, weil wir auch ein Einkommen generieren, was wir dann nutzen können bei niedrigen Kursen? Oder wollen wir tatsächlich jetzt unser Vermögen auch absichern und mitnehmen in die Zukunft? Je nachdem, wo du im Leben stehst, wirst du unterschiedliche Meinungen haben. Ich habe dazu ein Video gemacht, was ich dir sehr empfehlen möchte über die verschiedenen Lebensphasen des Investments. Aber gleichzeitig können wir auch noch mehr lernen von guten Investoren, die sie über Jahre richtig gemacht haben. Deswegen lade ich dich herzlich ein in die Playlist, die sehr beliebt ist, über die besten Investoren der Welt und ihre Entscheidungen. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Bis bald, dein Gero.